Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, was soll man denn als letzter Redner nach der Debatte noch beitragen? Eins ist mir doch aufgefallen und ich halte es wichtig zu sagen. Ich frage mich, ob nach dieser teilweise so anstrengenden Debatte, wo ich die Argumente gar nicht mehr verfolgen konnte, tatsächlich die Homophobie und die Abneigung und die selektive Wahrnehmung durch unsere Diskussion bei denen, die hier oben sitzen, vermindert werden kann. Ich denke, was wir zunehmend auch lernen müssen, ist, Argumente eines anderen anzuhören und auszutauschen. Sehen Sie, das ist genau das. Ich kann meinen Satz gar nicht vollenden. Sie reden mir ständig und anderen ständig dazwischen. Und das ist doch eigentlich unsere Kultur. Und deswegen machen wir die Aktuelle Stunde. Und ich, Herr Lehmann, ich meine, wenn ich mich gegen die Ehe für alle aus bestimmten Gründen entschieden hatte, lasse ich mich noch lange nicht in die Nähe von faschistischen Einstellungen transportieren. Ich glaube, dass der Respekt voreinander und die Meinung, die wir vertreten, helfen können, dass wir tatsächlich dem Anliegen, was wir, die meisten würde ich jetzt mal sagen, miteinander doch verbindet. Und das heißt, dass wir in eine Situation, in eine Gesellschaft reifen wollen, die das, was unser Grundgesetz uns vorgibt, tatsächlich auch mit Leben erfüllen. Denn das ist ja die Diskrepanz, die wir hier diskutieren. Wir haben ein Grundgesetz, was Ansprüche stellt, was Wege aufweist, wohin wir wachsen und uns entwickeln sollen. Und wir schaffen es selber noch nicht. Die Begriffe, die ich gehört habe hier, Hexe und alles Mögliche, das ist lernbedürftig, sage ich es mal ganz positiv, lernbedürftig. Es ist schwer, eine Meinung auszuhalten, die eine ganz andere Meinung ist als die eigene. Und ich will sagen, wir haben in der Debatte natürlich auch positiv erkannt, wo wir gesetzlichen Handlungsbedarf sehen. Aber auch da muss man genau überlegen, ob man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Und das müssen wir in den Ausschüssen sachlich diskutieren, ob eine Gesetzesveränderung wirklich hilft. Also ich persönlich bin der Meinung, und ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass damit das letzte Wort für mich gesprochen ist. Auch nicht für die Ehe für alle. Vielleicht lerne ich auch noch dazu, dass man, wenn man das Grundgesetz ändert und die gleiche Würde für Menschen zerteilt und andere Gruppen dazunimmt, dass das ein endloser Katalog wird zwischen Jungen und Alten, zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, Deutschen. Also, dass man diesen Universalanspruch, dass alle Menschen sind, ob sie gleichgeschlechtlich veranlagt sind oder heterosexuell sind, alle haben die gleiche Würde. Und der Anfang von einer Systematisierung wird einen endlosen Katalog hervorbringen. Ist im Moment meine Meinung. Weiß ich nicht, ob ich mal dabei bleibe. Ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren, aber in einer Weise, dass ich die Argumente der anderen auch hören kann. So, und jetzt will ich mal davon abgehen. Ich glaube, wir haben alle erkannt, dass wir viel Handlungsbedarf haben, auch auf der gesetzlichen Ebene. Da stehe ich vollkommen hinter Ihnen. Ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, in der wir menschlich miteinander umgehen und wo unterschiedliche Menschen ihr Recht haben zu leben und nicht nur das, auch mein Leben zu bereichern in ihrer eigenen Art. Das kommt ja auch nochmal dazu. Aber ich will den Blick nochmal den Adressaten nicht auf den Gesetzgeber wenden, sondern auf uns alle als Privatpersonen. Es macht doch wirklich, also man muss sich doch Gedanken machen, wenn gerade in Schulen und Ausbildungsverhältnissen, gerade bei jungen Menschen, diese Homophobie und die Aggressivität wieder ansteigen, dass die Zahlen wachsen. Und ich sage Ihnen das als Berichterstatter für Erziehungskompetenz und als langjähriger Pädagoge. Kinder und Jugendliche imitieren unser Verhalten. Einstellungen und Haltungen werden nicht nur durch Wissenstransfer vermittelt, sondern sie werden insbesondere durch das Vorbild von handelnden Personen, also aus dem Nahraum von Menschen, Lehrer, Eltern, Erzieher, Verwandtschaft übernommen. Und da geht die Frage an uns alle, wie leben wir denn mit dieser Herausforderung des Grundgesetzes? Sind wir denn mutig genug, einem Witz, einem Lächeln, einer Isolation von Gleichgeschlechtlichen entgegenzutreten? Haben wir den Mut, klare Haltung zu sagen? Sind wir mit uns selber denn eigentlich im Reinen? Also ich möchte uns alle, mich auch alle, damit ich keinen hier irgendwo stigmatisiere, ermuntere, dass wir nicht immer andere stigmatisieren, sondern dass wir selber in den Lebenszusammenhängen, in denen wir leben, den Kontakt, die natürliche und nicht die besondere, einen natürlichen Umgang mit gleichgeschlechtlich liebenden Menschen suchen, leben und vorleben vor unseren Kindern und Enkeln. Ich glaube, das hat eine viel größere Langzeitwirkung als Bildungsprogramme, in die wir alles hineinstoppen, wo wir auch noch nicht wissen, ob die Kinder in ihrem Alter das angemessen beurteilen können. Schade. Schade ist es, dass wir so miteinander kämpfen, anstatt dass wir sagen, wir suchen mal Gemeinsames für den Weg, den wir immer vor uns haben.